Liebe Kippuranten, liebe Zuschauer, am 4. Oktober 2020 haben wir, die Mystery-Bande, also der Peso, der Mythenmetzger, der Real Mystery und ich, beim Peso auf dem Kanal einen Livestream abgehalten. Durch diesen Livestream haben wir von euch $456.80 an Einnahmen bekommen. Google behielt 30% der Einnahmen vorab ein. Das genauere Prozedere dazu erklärt Peso in dem Video, welches sich hier oben hinter dem i verbirgt. Ihr findet es aber auch in der Videobeschreibung. Nach großzügigem Aufrunden von Peso hatten wir Einnahmen von 400 Euro. Abzüglich Teile an Moderatoren, immerhin drei Moderatoren, und dem Team der Mystery-Bande blieben 250 Euro übrig. 250 Euro wurden von Peso auf mein Konto überwiesen und daraus wurde eine Spende von 350 Euro für Kinderträume. Wieso diese seltsame Geldvermehrung? Ganz einfach. Ich lasse mir eine Spendenquittung ausstellen und wenn ich 250 Euro spende, erhalte ich durch den Einkommensteuerjahresausgleich ca. 100 Euro mehr vom Staat zurück. Ich zeige euch das mal an diesem wunderschönen Spendenrechner. Also ich spende 250 Euro für das Steuerjahr 2020 und bekomme dann ungefähr 100 Euro mehr. Okay, ihr glaubt, ihr wisst jetzt, dass ich 300.000 Euro im Jahr verdiene, aber das ist völlig unerheblich. Ich könnte hier oben auch 3 Millionen Euro eingeben oder auch nur 30.000. Ihr seht, es ändert sich hier unten nur unwesentlich etwas. Um die 100 Euro werde ich vom Staat mehr bekommen. Da ich mich persönlich jedoch nicht noch nachträglich bereichern möchte, lege ich diese 100 Euro schon vorab auf die Spendensumme obendrauf. Somit können wir guten Gewissens sagen, dass fast 90% der Einnahmen, die uns erreicht haben, gespendet worden sind. Wir haben den Betrag an Kinderträume e.V. gespendet. Kinderträume ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, lebensbedrohlich erkrankten Kindern und Jugendlichen durch die Verwirklichung ihrer sehnlichsten Wünsche und Träume neue Kraft und neuen Lebensmut zu schenken. Dazu mal ein kleiner Blick auf die Homepage und ein beispielhafter Wunsch, den von der 10-jährigen Leonie. Hallo, ich heiße Leonie und bin 10 Jahre alt. Das Datum ist hier ausgestrichen, habe ich meine Diagnose bekommen. Ich habe Leukämie. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ich kann meine Freunde nur selten sehen, weil ich so viel im Krankenhaus bin. Und das ist weit von unserem Zuhause entfernt. Mein größter Wunsch ist, mit Delfinen zu schwimmen und zu spielen. Delfine und Orcas sind meine Lieblingstiere. Meine Lieblingsfilme sind Free Willy und Mein Freund der Delfin. Wenn ich groß bin, möchte ich etwas mit Meerestieren machen. Ich würde mich freuen, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht. Eure Leonie. Oder auch hier noch ein ganz einfacher, simpler Wunsch von Levin, 8 Jahre alt. Levin wünscht sich zusammen mit seinen Schwestern und seinen Eltern alle Rutschen im Tropical Island testen zu dürfen. Es gibt viele weitere, auch kleine Wünsche, die mit etwas Geld leicht zu erfüllen sind. Einfach mal ins Traumforum schauen. Falls die Spendenquittung und eventuell noch ein kurzer Brief von kinderträume.de mich noch rechtzeitig erreichen sollte, bevor das Video online geht, werde ich sie hier am Ende noch einfügen. Wir, die Mystery-Bande, bedanken uns nochmals herzlich für alle Spenden, mit denen wir gemeinsam ein Kind glücklich machen werden. Danke.